Kreuzritter unentdeckt. Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Ist mir scheißegal. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Nicht? Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Muss ich jetzt... Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? So weit, ey. Ich glaub es nicht. Zybady, also ich muss wohl. Ich muss mich wohl beeilen. Kein Problem. Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim, doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht, oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder! Moment. Und tschüss! Warum? Ach, ich muss wahrscheinlich an ihn ranrennen, oder? Das wusste ich nicht. Sorry, Leute. Ich verstehe es gerade nicht. Wie sollte es denn unentdeckt gehen? Ah, doch, ich glaube, ich... Doch, natürlich. Flup. Der erste ist schon mal weg. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Ah, der labert und labert und labert. Der merkt nicht mal, wie blöd er ist, ey. Ambitionen nicht mit euren Brüdern. Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Der ist weg. Der war noch nie da. Mann. Aber das versteht er natürlich nicht. Der versteht nicht, dass es keinen Gemeinschaftssinn gibt. Oder jemals gab. Und tschüss. Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim, doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder! Dieser Mantel. Moment mal. Yeah, okay. Okay, geschafft. Dann ging's ja doch ganz einfach. Ich habe mich einfach zu blöd angestellt, sorry. Ihr habt zu viel Vertrauen zu den Menschen, Altair. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Das stimmt. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Das stimmt auch. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Wenigstens im Sitzen gestorben, ne? Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahin scheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Altair. Ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht.
Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ja, schade, ich habe nicht alle retten können, aber das hätte ja auch ziemlich lange gedauert dann. Hallo, Altair. Anscheinend, ich vermute mal, das spielt vor dem ersten Teil hier seine Erinnerung. Ich kann es aber nur vermuten. Spielt vor Assassin's Creed 1. Ah, dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel, diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Das werden wir wohl nicht so schnell herausfinden. Ich habe schon ziemlich lange aufgenommen, ein bisschen kann ich noch. Ich muss hier erstmal rausfinden. Mentor. Ja, Mentor. Es ist mir eine Ehre. Ja, kein Problem. Ich schreibe morgen Autogramme. Komm vorbei. La, la, la. Wo ist das Schnellreisesystem? Ist das hier oder? Dann laufe ich halt. Mein Gott. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Guck mal, da ist ein Auge. Ein Augenzeuge. Hey, Lane, Zeit zu gehen. Man sieht uns nicht gleich, aber wir sind da. Er fällt um. Perfekt. Du verdienst es, deinem Opfer in den Tod zu folgen, Elender. Ja, ich weiß. Lass mich doch. Ich habe wenigstens was erreicht. Oh, der hatte viel Geld dabei. Ja, Medizin hätte ich kaufen können. Wobei, ich habe ja noch 7. Das reicht. Ja, Zeit zu gehen und tschüss. Flop. Der hat voll den Stunt gemacht. Der sollte echt Stuntman werden. Es gibt kein Schnellreisesystem hier in der Nähe. Das finde ich doof. Ja, ist ein bisschen ätzend. Ach, hier. Sieh mal einer an. Da ist ja mein Freund, der liebe Bootsverleiher. Oder Schiffsfahrer. Hallo, Schifffahrermeister, darf ich mal mitfahren? Danke. Ja, düs, düs. Und drüben. Oder? Nochmal ein Lade? Ne, passt. Willst du mich verarschen? Ey. Da war doch gerade... Muss ich das verstehen? Muss ich? Ach, guck mal. Der Wächter Teil 2. Einer der Assassinen hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Es ist Zeit, sich um diesen Verräter zu kümmern. Okay. Muss ich dich töten, oder? Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein, wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Kirschköderbomben. Die werde ich eh nicht nutzen, deswegen. Ich werde nicht so viel mit Bomben arbeiten. Habe ich ja schon mal gesagt. Aber wenn ich irgendwann mal dran denke und sich eine Möglichkeit ergibt, so wie vielleicht jetzt, dann werde ich das doch mal einsetzen. Habt ihr den Verstand verloren? Lalila, lalila. Ich habe den Verstand verloren. Lalila. Oh, wollt ihr mich nicht durchlassen? Ziemlich gut, nee, wollt ihr nicht. Ja, ziemlich. Los, los, ich verschwinde von hier. Schlag ihn nieder.
Das gibt es nicht. Wieso werde ich denn immer... Och, ich voll Idiot. Wartet mal. Was ist das? Nebelbombe?